Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Matthias Hausecker und ich darf Ihnen heute etwas über die Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz erzählen und warum das aus unserer Sicht so wichtig ist. Ich bin Mitglied des Vorstandes bei der Ontec AG für den Bereich Vertrieb und Marketing zuständig und die Ontec AG ist ein IT-Dienstleister, der sich auf drei Haupthandlungsfelder konzentriert. Das ist einerseits die Individual-Software-Entwicklung, dann der Betrieb von businesskritischen Infrastrukturen und Applikationen und überraschenderweise arbeiten wir auch mit Lösungen für künstliche Intelligenz. Wir freuen uns sehr, dass wir heuer den 20. Geburtstag unseres Unternehmens feiern. Damit haben wir langjährige Erfahrung in der Betreuung von Großkunden und Mittelstandsunternehmen. Unsere 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserem Unternehmensstandort in Wien realisieren Projekte in Österreich und in Europa. Und wir haben bereits früh gelernt bei Softwareentwicklungsprojekten, dass es Situationen gibt, die man nicht durch einen klassischen Algorithmus lesen kann. Dasselbe gilt aber auch in der Betriebsführung, wo sich nicht alles durch eine klassische Automatisierung in den Griff bekommen lässt. Daher haben wir bereits früh begonnen, uns mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Seit einigen Jahren haben wir das auch als klares Handlungsfeld in unserer Organisation und betreiben auch hauseigene Forschung in diesem Bereich. Und unsere Erkenntnis ist, dass KI einerseits Vertrauen erfordert und andererseits, um die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die Nachvollziehbarkeit der KI ganz besonders wichtig ist. Ja, wir haben uns überlegt, den heutigen Vortrag auf vier Hauptschwerpunkte aufzubauen. Zuerst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Danach noch einmal die Notwendigkeit der Erklärbarkeit adressieren und anschließend die Möglichkeiten bzw. den Weg zur Erklärbarkeit der KI darstellen. Und abrunden möchte ich den Vortrag mit einem Beispiel aus der Praxis einer erklärbaren künstlichen Intelligenz. Ja, was ist denn nun? Sehen wir künstliche Intelligenz und sehen wir uns den Unterschied zwischen klassischer Programmierung und einer KI-Anwendung einmal an. In der Programmierung im Algorithmus ist es eine fixe Verfahrensvorschrift, die durch einen Menschen so programmiert wurde. Der Output ist gut nachvollziehbar und der Prozess ist durch den Quellcode bekannt. Die Entwicklerin, der Entwickler muss alle potenziellen Inputs und Outputs schon vor der Programmierung kennen. Im Gegensatz das Modell im Machine Learning, in dem Fall wird nämlich der Algorithmus vom Computer selbst generiert. Ja, im Training entwickelt die KI ein Modell aus dem Input und dem erwarteten Output. In dem Fall sind der erwartete Output die vorhandenen Daten. Und die sind an der Stelle ganz wichtig. Eine KI kann nur mit vorhandenen Daten arbeiten. Aus dem Input, dem Output und dem Feedback des Users passt die KI dann ihr Modell an. Immer weiter. Daher auch der Begriff des Machine Learnings. Die Entscheidungsfindung der KI ist allerdings eine Blackbox und nicht immer wirklich nachvollziehbar. Warum verwendet man nun KI überhaupt, wenn man sie nicht erklären kann? Es gibt gewisse Anwendungsfälle, die nur durch eine KI bearbeitet werden können. Das sind komplexe Problemstellungen, bei denen man keinen vernünftigen Algorithmus definieren kann, dafür aber ein Machine Learner entwickelt werden kann, der anhand von großen Beispieldatenmengen ein Modell erzeugt. Es gibt für Menschen undurchführbare Geschäftsprozesse. Das wären einerseits Geschäftsprozesse, die extrem monoton sind oder aber auch sehr unübersichtlich. Ja. In beiden Fällen hilft der Machine Learner, dem wird einerseits nicht langweilig und er behält auch immer den Überblick. Ein dritter Anwendungsfall ist die Verarbeitung von unstrukturierten Daten, was grundsätzlich eine sehr große Stärke der KI ist. Ja. Denn an der Stelle können keine von Menschen erdachten Algorithmen gut funktionieren. Schauen wir uns einmal den Unterschied der Daten an, die es gibt. Ja, es gibt strukturierte Daten, das sind klassischerweise Tabellen, Zahlen, Binärdaten. Dann gibt es eben die unstrukturierten Daten, das sind Bilder, Videos, Töne, aber auch Fließtext jedweder Art. Dann gibt es die semi-strukturierten Daten,
wie HTML- oder XML-Dateien und Metadaten, also Daten über Daten, zu denen später vielleicht noch ein paar Worte. In den meisten künstlichen Intelligenzen werden mehrere Arten von Daten multimodal verarbeitet. Ja, warum soll denn jetzt eigentlich eine KI erklärt werden? Ja, während man einerseits die Entscheidung eines Algorithmus relativ gut nachvollziehen kann, indem man sich einfach den Quellcode anschaut, ist das Verhalten, wie schon erwähnt, einer künstlichen Intelligenz oftmals das einer Blackbox. Ja, das vom Machine Learner entwickelte Modell entscheidet nach unbekannten Kriterien und gleichzeitig schreibt die Datenschutzgrundverordnung bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein Recht auf Erklärung vor. Davon abgesehen gibt es aber auch viele für die Situationen, wo es nicht um personenbezogene Daten geht, Vorteile der Erklärbarkeit. Denn es geht darum, dass das Vertrauen in die KI gefördert wird. Ja, es hilft ganz stark bei der Fehleranalyse, ja, wenn Entscheidungen der KI unlogisch erscheinen. Und ganz wichtig, es ermöglicht den Wissensaufbau. Das heißt, die KI kann Muster erfassen, die der Mensch vielleicht nicht erkennt und dadurch findet ein Know-how-Transfer von der Maschine auf den Menschen statt. Ja, insbesondere aus den erkannten Gründen, die für erklärbare KI sprechen, entstand ein Forschungsprojekt zur Frage, wie können wir KI-Systeme bzw. deren Algorithmen unter Berücksichtigung ethischer Grundsätze möglichst vertrauensvoll gestalten, damit österreichische Unternehmen diese akzeptieren, ihre Potenziale erkennen und ausschöpfen. Ziel des Projektes war die Erhöhung der Transparenz von in Österreich entwickelter KI. Beteiligt waren neben der ONTEC als Industriepartner auch das Institut für höhere Studien, die Fachhochschule Oberösterreich und die Universität Salzburg. Damit ergab sich ein interdisziplinäres Team, um Perspektiven aus Ethik, Soziologie, Wirtschaft, Psychologie und Datenschutz zu erhalten. Das Ergebnis der Studie ist, das Team entwickelte einen Kriterienkatalog für vertrauensvolle KI. Anhand dieser Kriterien wurden beispielhaft 10 in Österreich angebotene KI-Systeme beschrieben. Um diese Informationen übersichtlich und transparent darzustellen, wurde eine öffentliche zugängliche Plattform konzipiert. Und die breite Umsetzung dieser Plattform ist der nächste Schritt des KitKat-Teams. Ja, nun 2 konkrete Beispiele aus unserer Praxis, wo erklärbare KI eine wichtige Rolle spielen. Es handelt sich um das Recruiting. Die Ausgangslage ist, ein Personaldienstleister ist auf der Suche nach passenden Kandidaten für eine Stelle. Es gibt sehr viele Lebensläufe, die durchsucht werden müssen. Der Prozess soll daher automatisiert werden. Gleichzeitig ist eine Suche nach exakten Suchbegriffen oftmals schwierig bis unmöglich, wenn man nach Softwaretechnologien sucht. Java, J2E und unterschiedliche Abwandlungen desselben werden von Kandidaten oftmals auch unterschiedlich in den Lebensläufen verwendet. Wenn man da jetzt zu stark nach Kriterien geht, schließt man möglicherweise Kandidaten aus. Gleichzeitig ist die Herausforderung, dass die Lebensläufe per se ja nicht standardisiert sind und damit eigentlich immer individuell extrem unstrukturierte Daten sind. Daher die Anforderung an die Lösung: ein intelligentes System, das anhand von Beispiellebensläufen ähnliche Lebensläufe herausfiltert. Und die Anforderung an die Erklärbarkeit an der Stelle ganz wichtig, da es sich um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten handelt, stellt die DSGVO eben ein Recht der Erklärbarkeit fest. Nicht nur das, auch viel mehr wichtig nachzuvollziehen, ja, von Vorteil für den Personaldienstleister zu verstehen, nach welchen Kriterien hat denn hier die KI entschieden. Gibt es vielleicht Muster, die man so an der Stelle des Menschen nicht entdeckt hätte? Ja, ein zweites Beispiel wäre die Karriereplanung, ebenfalls aus dem Recruiting heraus. Die Ausgangslage: der Personaldienstleister sucht nach Kandidaten für eine bestimmte Position, beispielsweise einen Projektleiter, hat aber aktuell keine geeigneten Kandidatinnen, Kandidaten, keine Personen, die in der Lage wären, diese Rolle wahrzunehmen. Es gibt aber Lebensläufe von bereits vermittelten Projektleitern, die auf diese Stelle passen würden. Und diese haben bestimmte Karriereschritte bereits vollzogen
bis sie Projektleiter wurden. Daher die Anforderung an die Lösung, ein intelligentes System, das Personen identifiziert, die sich auf einem vergleichbaren Karrierepfad befinden und deren nächster Schritt, der eben zum Projektleiter sein könnte. Ja, und die Lebensläufe der bereits vermittelten Personen dienen damit als Beispieldaten, um potenzielle Kandidaten als Projektleiter identifizieren zu können. Hier auch die Anforderung an die Erklärbarkeit, wie im ersten Beispiel, Einhaltung der DSGVO-Richtlinien, aber natürlich auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit, um den Prozess bestmöglich zu verstehen und mögliche Muster für die Zukunft erkennen zu können. Ja, wie macht man denn nun eine KI erklärbar? Habe ich mich dazu entschlossen, eine KI für einen bestimmten Anwendungsfall einzusetzen, stehe ich als Nutzer vor einer Make-or-Buy-Entscheidung. Ja. Make wäre in dem Fall ein selbsttrainiertes Modell zur Anwendung zu bringen, wo man sich die Frage stellen muss, wo kommen denn die Daten her? Sind diese Daten auch anonymisiert? Das ist sicherzustellen. Gleichzeitig hat es den großen Vorteil, man hat vollstes Wissen über die Daten und die liegen in der Hand des Anwenders. Das garantiert die Erklärbarkeit von Anfang an. Auf der anderen Seite, die Buy-Variante, der Zukauf eines bereits vortrainierten Modells, hat den großen Vorteil, dass es Zeit spart, man kann sofort loslegen. Allerdings muss man auch darauf vertrauen, dass der Hersteller das Modell richtig und mit den passenden Daten trainiert hat. Denn als Käufer hat man kein Wissen darüber, welche Daten verwendet werden. Und ist jetzt die Erklärbarkeit erforderlich oder erwünscht, muss man diese im Nachhinein herstellen. Ja, was heißt das jetzt eigentlich, dass eine KI erklärbar ist? Grundsätzlich bedeutet es, dass die Entscheidung der KI begründet werden kann. Für vortrainierte Modelle gibt es unterschiedliche Strategien, dass man das im Nachhinein erklärbar machen kann. Einerseits durch die Offenlegung, welche Daten verwendet worden sind. Damit kann man die Data Lineage nachverfolgen. Zusätzlich gibt es den Post-Hoc Black Box Model Explanation Algorithmus, ein ganz leichtes Wort. Das hilft an der Stelle, Listen von Eingabeelementen zu finden, die für die Entscheidung ausschlaggebend waren. Das heißt, welche Daten hat die KI benutzt, um zur Entscheidung zu kommen? Studien zeigen aber, dass diese Algorithmen relativ leicht umgangen werden können und man hat damit eigentlich keine wirkliche belastbare und zuverlässige Möglichkeit, diese Erklärbarkeit im Nachhinein herzustellen. Ja. Wir bei OnTech verfolgen von Anfang an den Ansatz, unsere KI auf Erklärbarkeit hinzuentwickeln. Und unabhängig davon, ob es sich jetzt um ein vorbetrainiertes Modell oder eine eigens entwickelte KI handelt, tragen Metadaten, die ich schon zuvor erwähnt habe, über die Entstehung der KI und deren Erklärbarkeit bei. Ja. Beispielsweise sind die Teamzusammenstellung in der Entwicklung ein Thema, die Zielsetzung der Entwicklung, die verwendeten Datenquellen. Ja. Also auch hier an der Stelle wieder auch der Faktor Mensch im Projekt, der da eine Rolle spielt. Ja, wie stellen wir nun sicher, dass die KI erklärbar ist? Ja, das ist relativ einfach, da wir durchgängig im gesamten Prozess von der Entwicklung bis zum Betrieb einer KI-Lösung die Erklärbarkeit in den Vordergrund stellen. Ja, im Use Case Discovery an erster Stelle geht es darum, gemeinsam mit dem Kunden Möglichkeiten für KI-Einsätze zu erarbeiten. Da haben wir vor allem im Bereich der Predictive Maintenance mit unseren Industriekunden schon relativ gute Potenziale erarbeiten können. Die zuvor bereits genannten Praxisbeispiele aus dem Recruiting-Prozess befinden sich in der Prototyping-Phase. Das heißt, hier geht es darum zu verifizieren, inwieweit das KI-Modell den identifizierten Use Case auch wirklich lösen kann und auch gut umsetzen kann, wie gut das funktioniert. Eine der bereits entwickelten und im Einsatz befindlichen KI-Lösungen ist unser Llama Learner, der personalintensive Arbeitsschritte für Log-Management in SIEM-Umgebungen automatisiert. Und den möchte ich im Anschluss noch als Praxisbeispiel für erklärbare KI noch einmal kurz vorstellen. Und selbstverständlich betreiben wir bei OnTech entwickelte KI-Lösungen auch. Ja, die Sicherheit steht bei unseren
oberster Stelle. Damit sind wir auch ISO 27001 zertifiziert. Ja, nun zum erwähnten Praxisbeispiel des Llama Learners. Wie erklärbare KI also funktionieren kann, zeigt uns der Llama Learner, der im Auftrag und in Zusammenarbeit mit unserem Schwesterunternehmen der Schöller Network Control entwickelt worden ist. Die Schöller Network Control ist auf den Bereich Network Security spezialisiert. Llama Learner steht hier für Log Analysis Machine Learner, einem netten Akronym also. Und die Grundidee ist, personalintensive Arbeitsschritte für Log Management und Security Information and Event Management, kurz SIEM genannt, zu automatisieren. Wie funktioniert das nun? Naja, Computer jedweder Art, IT-Systeme, Applikationen, Server, Netzwerkkomponenten erzeugen Logfiles. Und diese müssen analysiert werden. Einerseits, um bereits erfolgte Vorfälle nachvollziehen zu können oder aber Fehler in Echtzeit am laufenden System erkennen zu können. Und wie wichtig das ist, sieht man zum Beispiel in dem kürzlich in den Nachrichten gewesenen Beispiel der Pipeline, des Pipeline-Herstellers, Pipeline-Betreibers in den USA. Und da diese Logfiles aber von ganz unterschiedlichen Quellen kommen, haben wir es hier mit sehr heterogenen Daten zu tun. Und der Llama Learner analysiert und interpretiert diese Logfiles. Er verwandelt sie also in Datenbankeinträge. Aus diesen Einträgen können dann Cluster erzeugt werden, die inhaltlich nach ähnlichen Mustern sozusagen abgeleitet werden. Und daraus lernt der Llama Learner, was sozusagen im Unternehmen normal ist, und kann gleichzeitig Anomalien erkennen und dabei alarmieren. Und wie lernt er? Und zwar indem er sich selbst testet und dann das jeweilige Modell auswählt, das die besten Ergebnisse liefert. Außerdem kann auch der User an der Stelle Feedback geben oder manuell Fakten anlegen, um so den Lernprozess zusätzlich zu unterstützen. Ja, warum setzt man an der Stelle denn eigentlich KI ein? Das ist relativ einfach. Dadurch, dass der Llama Learner ständig mitlernt, ist er robust gegenüber sich den ständig ändernden Formaten von Logmeldungen. Ja. Hat das eine klassische Software mit unbekannten Formaten zu tun, führt das zu Unknown Events. Hingegen kann hier die KI, der Llama Learner, neue Formate einordnen und diese verarbeiten. Damit ist die Lösung zukunftssicher und flexibel. Außerdem wird das Log-Management wesentlich übersichtlicher. Ja, aus 1 Million Events können 10 bis 100 Cluster generiert werden und diesen 2 bis 5 Labels zugeordnet werden. Damit steigt die Übersichtlichkeit. Und nicht zu unterschätzen ist an der Stelle auch die Performance. Die aktuelle Umgebung ist so ausgelegt, dass wir pro Sekunde 2000 Datensätze bei insgesamt 100 Regeln in Echtzeit verarbeiten können. So bekommt der User, also der Security-Administrator, vorverdichtete Informationen aus den Echtdaten und kann daraus Maßnahmen ableiten. Das heißt, die Maschine unterstützt und der Mensch entscheidet am Ende des Tages. Ja, inwiefern jetzt der Llama Learner eine erklärbare KI ist und ob sie das überhaupt sein muss, ist jetzt die Frage. Er erklärt sich einerseits, indem klargestellt wird, welche Wörter in einem Logfile ausschlaggebend dafür waren, dass ein bestimmtes Ergebnis generiert worden ist. Zum Beispiel eine Fehlermeldung, eine normale Tätigkeit oder dergleichen wurde erkannt. Ja. Weiters gibt der Llama Learner an, was er an einem bestimmten Tag für ein normales Zeitintervall annimmt und begründet somit auch gefundene Anomalien. Weiters wird durch das Audit-Logging dokumentiert, welches Modell und wofür verwendet wurde. Damit eben wieder die Nachvollziehbarkeit. Und gleichzeitig wird dokumentiert, welche Daten für das Training des jeweiligen Modells zum Einsatz kamen. Durch diese Maßnahmen lassen sich Ergebnisse leicht überprüfen, somit das korrekte Funktionieren der KI verifizieren, können Erkenntnisse über wichtige Faktoren von Log-Management und SIEM gewonnen werden und ganz wichtig, es wird auch dem Datenschutz Rechnung getragen, denn am Ende des Tages geht es auch bei Logdaten zum Teil um personenbezogene Informationen, die verarbeitet werden. Ja, zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Einsatz von KI sehr großes Potenzial hat, aber auch gleichzeitig einige Hürden überwinden muss. Eine davon ist eben das Vertrauen,
der Unternehmen in die KI zu stärken. Und ein Weg dazu aus unserer Sicht ist die über die Erklärbarkeit der künstlichen Intelligenz. Denn diese genügt eben nicht nur den gesetzlichen Anforderungen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Es geht natürlich auch dabei, die Themen der Nachvollziehbarkeit, der Entscheidung zu fördern, um so Know-how-Transfer und Wissensaufbau und Transparenz zu ermöglichen. Und schon aus der klassischen Softwareentwicklung kennen wir die verwendete Maxime, dass man von Anfang an dokumentieren muss. Und umso mehr gilt das auch für die künstliche Intelligenz. Denn die Erklärbarkeit im Nachhinein herzustellen, ist oftmals nur mit sehr hohem Aufwand oder möglicherweise gar nicht möglich. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.